Mannschaft hat ja jetzt so einen relativ erfreulichen Anfang gehabt zu dieser Master Round. Was sind eure Ziele jetzt noch in diesen verbliebenen Spielen vor den Playoffs? Ja, ganz klar, wir wollen das Heimrecht holen, das ist das oberste Ziel und wir wollen natürlich auch aufs Podest, also da ist dann alles möglich. Die ganze Saison ein dezimiertes Kader gehabt, wo man da schon jetzt anfangen zu taktieren mit einzelnen Spielern oder muss man immer einfach auf den vollen Schöpfen, den man hat? Nein, jetzt dadurch, dass wir so viele Verletzte hatten, habe ich natürlich auch haben wir neue Wege erschlossen. Wer weiß, für was das noch gut ist in den Playoffs. Du hast ja relativ schwierig gehabt, um deine Linie immer zusammenstellen, weil du wahrscheinlich Anfang der Woche noch nicht genau gewusst hast, wer in der Woche gemischt hat. Ist das eine spezielle Situation für dich oder geht man mit dem als Trainer relativ locker um? Ja, mit dem muss immer umgehen. Also Und auch wenn es Verletzte da sind, ist immer eine Chance für andere, mehr Verantwortung zu übernehmen, für andere sie zeigen. Und für mich sind Verletzungen eigentlich Motivation. Also, ja. Super, besten Dank. Okay, merci auch.